Also Zurückweisungen an der Grenze sind mit den Grünen nicht zu machen, sagen Sie. Besteht die Gefahr, wie gesagt, dass wir die Axt an das Wirtschaftsmodell der Bundesrepublik legen und Millionen insbesondere von Industriearbeitsplätzen gefährden? Nein! Anton Hofreiter sagt, wenn wir deutsche Gesetze anwenden, Paragraph 18 des Asylgesetzes, dass wir an der Grenze zurückweisen, gefährdet Millionen von Arbeitsplätzen, Industriearbeitsplätze in diesem Land. Oh Leute, wenn die das bei VW hören, hören die bestimmt auf zu demonstrieren gegen ihr Management und demonstrieren jetzt gegen die CSU, die CDU und die AfD, vielleicht auch bald die FDP, die alle eine Zurückweisung an den deutschen Grenzen fordern. Aber damit erst einmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Heute mit einem Intelligenzbolzen der Grünen Partei. Ja, was soll man dazu sagen, Leute? Es ist völliger Wahnsinn. Es ist richtiger Wahnsinn. Heute beim NTV-Frühstart, Montagmorgen, wollte man sich wohl alles geben bei diesem privaten Fernsehsender. Es ist einfach so grotesk, was dieser Mann hier von sich gibt. Und das Problem ist, es wird immer schlimmer bei Herrn Hofreiter. Es ist keine Besserung in Sicht, keine Linderung der Symptome spürbar. Und jetzt gehen wir noch einmal auf die Obergrenze ein, die die CSU heute Morgen wieder ausgepackt hat aus der Schublade, wo sie Horst Seehofer 2018 hineingelegt hat. Hört mal zu. Würde, wenn diese sogenannte Grenze erreicht wird und wenn es dann heißt, man weist einfach an den deutschen Grenzen zurück, dazu muss man sich da im Klaren sein. Wir sind als Deutschland eingebunden in die Europäische Union. Wir sind vollkommen ökonomisch abhängig von der Europäischen Union. Das hätte das Potenzial, den Binnenmarkt zu sprengen und damit die Wirtschaftskrise, die nicht einfach ist im Moment, komplett eskalieren zu lassen. Habt ihr die Sprachpause bei der Wirtschaftskrise gehört? Er musste sich etwas verkneifen, damit er nicht sagt, die Wirtschaftskrise, die mein lieber Freund Robert mit zu verantworten hat, und die Grüne Partei. Es ist wieder völliger Wahnsinn, was sie hier vom Stapel lassen. Es wäre nicht machbar und dies und das. Und Leute. Es ist, hört noch mal zu. Also Sie sagen, anders als die Union, die ja immer wieder sagt, nein, das kriegen wir hin mit unseren europäischen Partnern, das würde wirklich die Europäische Union sprengen. Diese Gefahr sehen Sie? Diese Gefahr ist eindeutig da. Denn, wie gesagt, unsere Partner in der Europäischen Union haben alle durchaus auch große Herausforderungen und die Union ignoriert dabei vollkommen. Sie hat 16 Jahre regiert, hat auf europäischer Ebene keine Regelung zum gemeinsamen Asylrecht hinbekommen. Jetzt unter der Ampel sind diese Regelungen hinbekommen, die GEAS. Mit manchen waren wir Grünen nicht einverstanden, aber man hat es gemeinsam geschafft. Und jetzt sollte man die erstmal anwenden, bevor man die Axt an den Binnenmarkt legt und damit Millionen von Arbeitsplätzen in Deutschland gefährdet. Es ist völliger Wahnsinn, Leute, was Sie hier erzählen. Und weil das Ganze noch nicht genug ist und Sie hier von einer Zurückweisung sprechen, die die Axt an den Binnenmarkt legt, zeige ich euch heute, dass wir nicht nur zurückweisen können, wir können sogar zurückschieben. Ja, wir können Pushbacks an den deutschen Grenzen machen, steht alles in unseren Gesetzen. Aber eins der Reihe nach. Der Binnenmarkt, ja, ist einfach die Gemeinschaft aller Länder in der Europäischen Union, die untereinander zollfrei Handel betreiben dürfen. Ja? Also, dass ich quasi jetzt mir, weiß ich nicht, aus Frankreich eine Kamera kaufe, um sie am Ende, wenn ich sie nicht mehr brauche, dann noch weiter zu verkaufen nach Polen. Das alles ist der Binnenmarkt. Ja? Zusätzlich zum Binnenmarkt, der einfach nur den Handelsraum darstellt, in dem sich alle Unternehmen und Privatpersonen bewegen, gibt es noch zusätzliche Dinge wie die Freizügigkeit im Binnenmarkt oder im Binnenraum. Das heißt, zusätzlich dazu, dass wir Handel treiben dürfen, dürfen wir uns frei bewegen über die Freizügigkeit und haben eine Niederlassungserlaubnis. Und hier kommt der besondere Knackpunkt. Bei dieser Niederlassungserlaubnis innerhalb der Europäischen Union ist es uns EU-Bürgern untersagt, unseren Wohnsitz jetzt zu verlagern, die Freizügigkeit in Anspruch zu nehmen, um in einem anderen Mitgliedstaat Sozialleistungen zu beantragen. Und genau das ist der Punkt. Wenn wir es uns EU-Bürgern verbieten können, woanders Sozialleistungen zu beantragen, dann können wir das auch für Asylbewerber bzw. für abgelehnte Asylbewerber oder Leute, die im falschen Land sind. Das ist europarechtlich überhaupt kein Problem. Und dass wir Dublin III anwenden, ist auch überhaupt kein Problem. Sie wollen uns immer nur unterjubeln, dass wenn jetzt an der österreichischen Grenze zum Beispiel jemand zurückgewiesen wird mit dem Argument, er kommt aus einem sicheren Drittstaat,
dass er aber gar nicht zuerst in Österreich eingereist ist, sondern in Italien, und dann wäre ja die zuständig. Und da kann ich nur sagen, das ist aber nicht unser Problem, denn Paragraph 18 des Asylgesetzes sagt unter Paragraph 2, dem Ausländer ist die Einreise zu verweigern, wenn er aus einem sicheren Drittstaat einreist. Zusätzlich, wenn es Anhaltspunkte dafür gibt, dass ein anderer Staat aufgrund von Rechtsvorschriften zur Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist. Also sie haben es zweimal reingeschrieben. Zusätzlich, wenn die Gefahr für die Allgemeinheit bedeutet, weil jemand Verurteilter Straftäter ist. Und weil wir hier dann zurückweisen an der Grenze, wo dann Grüne immer kommen und sagen, es ist gar nicht genau definiert, wo ist die Grenze, wann ist der drüber und wann nicht, dann sage ich immer, Leute, dann nehmen wir nicht 18.2 Asylgesetz, dann nehmen wir 18.3. Dort heißt es, der Ausländer ist zurückzuschieben, wenn er von den Grenzbehörden im grenznahen Raum in unmittelbar zeitlichem Zusammenhang mit einer unerlaubten Einreise angetroffen wird und die Voraussetzungen des vorherigen Absatzes erfüllt sind. Kommt er aus einem sicheren Drittstaat und wir haben dich hinter der Grenze gefangen, dürfen wir dich zurückschieben in das andere Land. Das ist geltendes deutsches Recht. Und wenn jemand meint, dass dieses Recht Europarecht bricht, dann soll sich jemand einen Flüchtling suchen, der nicht in Deutschland ist, der aber gerne rein möchte und zurückgeschoben wird. Der kann dann zum Europäischen Gerichtshof gehen und mal klagen. Egal wie die Klage ausgeht, diese Symbolwirkung, wenn wir alle jetzt einfach dicht machen, wäre wunderbar, dann würden sie freiwillig alle gehen. Anton Hofreiter will uns jetzt erzählen, dass wenn wir deutsche Gesetze anwenden, den Binnenmarkt, also die Axt an den Binnenmarkt legen und es Arbeitsplätze kostet. Da frage ich mich, Herr Hofreiter, wessen Arbeitsplatz kostet es, wenn wir an der Grenze zurückweisen? Vielleicht dem vom Chirurgen oder dem vom Spurensicherer der Kriminalpolizei oder von messerherstellenden Berufen? Was soll dieser Schwachsinn, Herr Hofreiter? Sie können nicht anders als zu verbieten, aber wir schauen noch einmal rein, zu was Sie bereit wären. Also Zurückweisungen an der Grenze sind mit den Grünen nicht zu machen, sagen Sie. Ich glaube, es ist mit Europarecht in der Form nicht zu machen. Und es besteht die Gefahr, wie gesagt, dass wir die Axt an das Wirtschaftsmodell der Bundesrepublik legen und Millionen insbesondere von Industriearbeitsplätzen gefährden. Was eine Lüge, was ein Hohn. Ich sage ja, die bei VW und wo sie überall sind, bei Bosch, bei ZF Friedrichshafen mit Sicherheit, die wollen, dass die Grenze offen bleibt und dann sind ihre Arbeitsplätze sicher. Das ist völliger geistiger Wahn, den Herr Hofreiter hier hat. Wird Zeit dafür, dass seine Partei mal politisch wieder etwas in den Grund und Boden der Tatsachen gerammt wird. Aber er kann nur eins, Herr Hofreiter. Er hat Elon Musk gefressen und kommt jetzt hier mit den zuletzt in Deutschland stattgefundenen islamistischen Terror- und Mordanschlägen und sagt dazu, sie wurden ja im Netz radikalisiert und jetzt soll man mal gegen X vorgehen. Dabei wissen wir, dass sie sich auf Telegram und radikalisieren. X ist da überhaupt keine Grundlage dafür, dass sich Leute radikalisieren. Höchstens innerhalb der Palästina-Fraktion. Dort gibt es einen abgesonderten, also einen eigenen Bereich, kann man sagen, auf X, wo diese Leute zu Hause sind. Aber das müsst ihr gesehen haben. Grüne Demokratie, kurz vor dem Fall, die Hochmutsdebris, ja, ich erinnere mich an Icarus, der zu nah an die Sonne geflogen ist. Das ist wohl Herr Hofreiter hier. Achtet auch mal, wie schlecht seine Krawatte gebunden ist und wenn er von der Seite im Profil gezeigt wird, wie unförmig doch dieser Anzug an seiner Körperstatur angelegt ist. Da legt einer keinen Wert auf sein äußeres Erscheinungsbild. Ja, selbstverständlich sind zusätzliche Maßnahmen drin, die europarechtlich umsetzbar sind, die nicht Millionen von Arbeitsplätzen gefährden, wie zum Beispiel die Kommunen brauchen eine stärkere Unterstützung. Aber wie gesagt, was ich nicht für sinnvoll halte, ist am Ende Millionen von Arbeitsplätzen zu riskieren. Ich würde mir zum Beispiel vorstellen, dass wir endlich das Internet so gestalten, dass nicht in großem Umfang Online-Radikalisierung stattfindet. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man gegenüber den sozialen Plattformen wie zum Beispiel X mal endlich mit Härte vorgeht, nämlich die Attentäter in letzter Zeit haben sich überwiegend übers Internet radikalisiert. Und deshalb da mal drüber reden, welche Maßnahmen kann man sich gemeinsam vorstellen, dass diese Radikalisierung beendet wird. Sowas kann man sich nicht ausdenken, Leute. Ich frage mich, wann verbieten wir die Grünen, um eine Klimaradikalisierung in unserem Land zu verhindern? Herr Hofreiter,
Sie schon oft gesehen im Bundestag. Genießen Sie noch die Zeit als Ausschussvorsitzender des Ausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union. Fühlen Sie sich noch ein paar Monate wichtig. Bald ist auch dieses Amt für Sie Geschichte. Dann können Sie sich wieder ganz Ihrem Sohn widmen und Ihrer Kindererziehung und ihm dann vermitteln, warum es kein Problem ist, dass wir an der Grenze jeden hereinlassen, selbst wenn es Gesetze in diesem Land gibt, die dagegen widersprechen, dass man das nicht machen darf, Leute. Es ist keine Kann-Bestimmung, das Asylgesetz in Paragraph 18, das ist eine Soll-Bestimmung. Sie sollen zurückgewiesen werden, nicht Sie können, Herr Hofreiter. Das muss passieren, aber Sie als ehemaliger oder immer noch gebürtiger Bayer, Sie kennen sich ja aus da unten im Grenzgebiet. Sie wissen, wie das läuft an der Grenze zu Österreich. Alles wie ein Schweizer Käse am Ende, alles nur Augenwischerei. Ich bin gespannt, wer hier wohl zuerst umfällt. Die FDP, die Grünen, wie auch immer. Es ist jetzt das letzte Aufbäumen, die letzte große Chance, das Thema für die AfD im nächsten Wahlkampf vom Tisch zu nehmen. Ich sage euch, sie schaffen das nicht. Das schaffen sie nicht. Nein, das schaffen sie wirklich nicht. Ich bin aber gespannt auf deine Meinung. Abonniere meinen Kanal. Abonniere auch X und Telegram. Ansonsten kommentiere doch mal dieses Video, drück auch die Glocke und den Daumen hoch und damit sage ich ciao, bis bald.